Lass es geschehen, YouTube. Herzlich willkommen. Wir spielen heute Slice, Dice and Rice. Das ist ein Kampfspiel, was ein Indie-Game ist. Und ich gebe dem mal eine Chance. Ich würde das begrüßen, wenn ihr das auch macht. Wir schauen mal. Das wird auf jeden Fall am... Warte, ich mach mal ein bisschen leiser hier. Ich werde das... Das Spiel wird am 27.04. released. Und das Spiel ist so gemacht, dass man keine Helfer hat, sondern einfach mal kämpfen kann. Und man kann mit einem Hit schon sterben. Wenn man nicht aufpasst, kann man mit einem Hit schon sterben. Das hier sind die Charakter. Da gibt es noch links und rechts extra Chars. Wie man die kriegt, weiß ich aber noch nicht. Aber wir spielen heute mal... was spielen wir denn mal? Wen spielen wir mal? Den Samurai? Nein, wir spielen heute mal den Affen. Wir spielen Monkey King und wir kämpfen gegen Banky. Und wir nehmen diese Map hier. Und da kann man blocken. Und es ist ein sehr, sehr, sehr schnelles Spiel. Und wie gesagt, ein Hit kann einen Gegner töten. Au. Au. Und da hat er mich gekillt, Alter. Mit einem Superfaust hat er mich weggeditzt. Ah, Alter, der macht mich platt. Ich kann den Affen noch nicht, aber der ist irgendwie sehr, sehr langsam. Boom. Da haben wir ihn erwischt. Kopf abgehauen. Wir müssen da... bisschen aufpassen. Boom, da haben wir ihn erwischt. Doppelhit, ist er weg. Au. Ah, da haben wir geblockt. Er ist ein bisschen schneller als wir. Deswegen müssen wir aufpassen. Oh, da hat er gecountert den Hit, Alter. Das ist natürlich auch heftig. Und da haben wir ihn schön aufgeschlitzt. Nein. Boah. Einmal haben wir ihn schon. Da konnte er nicht defenden. Oh, da konnte ich den blocken. Nein, 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 weg. Und wir haben ihn. Yes. Wir haben ihn besiegt. Das ist so, so ungefähr, funktioniert das ungefähr. Wir machen mal die Story und spielen mal Tengu. Und das wird leider nur in diesen Texten erzählt, die hier runterrasseln. Okay, das Spiel ist 400 MB groß. Kosten weiß ich nicht. Aber Slice and Dice and Rice ist halt ganz cool. Mir gefällt das. Mal gucken, was der kann. Sie ist auf jeden Fall sehr gefährlich. Squawk, wow. Squawk, Dragon. No, just a woman. What a bird face. Kill or be killed. Da haben wir falsch gecountert, da hat sie uns rasiert, Alter. Das ist halt das Ding, sie hat halt diese riesen Klinge. Alter. Die ist echt schwer zu besiegen, ne? Alter. Okay, da haben wir sie erwischt. Ist gar nicht so einfach mit dem. Oh, fuck, diese Bitch, Alter. Alter Schwede, nee. Der ist irgendwie echt kacke, der Boy. Der Tengu. Irgendwie seine eine Attacke, die leichte, die hier, die kommt irgendwie nicht durch. Die hier, warte. Warte, bla bla bla. Die da.
Jetzt haben wir sie einmal erwischt. Ja, wir wurden schon verletzt. Hier ist das auch bei dem Spiel, ist das auch so, wenn man verwundet ist. Wenn man verwundet ist in dem Game, dann kann das passieren, dass man beeinträchtigt ist von den Hits, die man kriegt. Da haben wir den Kopf abgesäbelt. Au. Wir müssen ein bisschen mehr mit dem Jump. Hm? Da konnte ich den Kudik kurz parieren. Fuck. Da hat sie uns erwischt. Da konnte sie einmal gut. Und da haben wir sie erwischt. Da ist sie tot. Oh, gegen Shinigama. Jetzt schon gegen den. Alter, ist da auch zum Kotzen. Wenn wir den so early haben, der ist echt schwierig, der Typ. Haben wir ihn erwischt? Bam, einmal haben wir ihn erwischt. Ja, nice. Haben wir ihn schön abgesäbelt. Ich glaube sogar, dass das sehr interessant sein wird, das Spiel, wenn man das gegen andere spielt. Also gegen richtige Leute. Es gibt auch einen Online-Modus. Weiß nur noch nicht, ob es den jetzt schon gibt. Okay, der war doch ziemlich einfach. Yokai Tengu. Das ist jetzt, müssen wir gegen unser eigenes Ich spielen. Mal gucken, was er so kann. Alter, guck mal. Seht ihr das? Macht er. Au. Man sieht, er hustet so und er ist sehr beeinträchtigt in dem Movement, den er hat. Also sein Movement Speed wird langsamer und er wird halt auch so etwas schlechter. Das war schön. Nice, da haben wir ihn doppelt erwischt. Oh, was? Das hatten wir doch geblockt, Alter. Ja, die Parries sind echt schwierig zu passen. Alter, da hat er den schnellen Schlag gemacht. Und gleich, wenn er aussteht, muss man den instant wieder einen reindrücken. Batz, da haben wir ihn erwischt. Jetzt haben wir gewonnen. 10 days and 10 nights. He found nothing to eat. Wow. 10 Tage nichts gegessen. Feels bad, man. Und da muss man gleich gegen den Affen kämpfen. Monkey Babe. He smells so good. Oh, Alter. Ja, das war sein Fehler jetzt, dass er von oben dann angegriffen hat. Und wir sind dann gleich von hinten durchgedasht. Alter, da hat er uns aufgesäbelt, der Affe. Da haben wir einmal erwischt. Oh. Nice geworden. Jujimbo. Ist der nächste. Oh, shit. Ja, da muss man immer vorsichtig sein. Der dasht immer irgendwie nach vorne und haut mit seinem Schwert immer richtig eklig zu. Da muss man aufpassen. Der dasht immer so nach vorne. Fuck, Alter. Die Fights sind aber echt richtig geil. Also, so, ich finde das übertrieben intensiv, diese Fights. Er hat das auch so, dass er nach hinten dasht, dann nach vorne dasht und dann zieht er durch dich durch und macht dir so übertrieben viel Schaden. Ich kann zum Beispiel jetzt nicht mehr jumpen, weil ich so verletzt war. Eben gerade. Noch einmal. Ah, fuck, jetzt hätte ich ihn in den Rücken hauen müssen. Fuck.
Habe ich einen Fehler gemacht? Okay, das war's. Wir haben gewonnen. Nice. Tomoe, ja, die ist auch krass, Alter, mit ihren zwei Brechstangen. Die haut da auch ordentlich rein. Wir haben sie aber als erstes erwischt. Bam. Unser Schlag war schneller. Und dieses nach hinten ausweichen ist halt ganz geil. Oh, da hat sie uns voll erwischt, Alter. Was? Das hat sie erwischt, krass. Oh, schön ihren Kopf abgesäbelt, Alter. Hat sie selber schuld, ey, die doofe Kuh. So, ich sag danke fürs Zusehen. Das war Slice, Dice and Rice. Falls ihr Interesse habt, könnt ihr mal bei der Steam-Seite vorbeigucken. Ist auf jeden Fall ein ganz witziges Spiel. Kami Benkai ist, glaube ich, der letzte oder vorletzte Fight. Wir machen das hier nochmal zu Ende. Oh, da hat er nicht aufgepasst. Da hat er gleich erstmal... Oh, Alter, der hält das Problem. Guck mal, wie verletzt er ist. Oh, ich bin auch so verletzt. Holy shit, hält der viel aus. Krass, Mann. Nice. Konzentrieren. Batz, Alter. Haben ihn abgeschlachtet. Genau. Yamakujiro. Das ist der letzte. Dieser, glaube ich zumindest, dass das der Final Fight ist. Autsch. Ja, da hat er oben den schnelleren Schlag gemacht. Wir haben den Slash gemacht und dann waren wir weg. Batz. Autsch. Au. Au. Sehr schwierig, das Spiel. Viel zu schwierig gerade. Yamakujiro, dieser Wichser. Scheiß Wichser. Hör ich das an, was der schluckt? Der hat meinen Heavy Attack geschluckt. Und dann nochmal einen anderen dazu, Alter. Das ist krass. Batz, Schädel ab, du Wichser. Du Wichser. Batz. Weg mit dir, Junge. Was? Niemals. Manipulation hier. Ja, komm. Ich hab... Dieses Mal war es echt Blödsinn. Ich hab echt früher zugehauen als er. Und wir haben ihn einmal schon getroffen. Batz, Alter. Ich muss immer genau aufpassen, was er versucht, ey. Ja, dieses Mal habe ich den schnellen Schlag gemacht. War intensiv hier das Game, Alter. Yes, sir. Nee. Nee. Oh Mann, warum mache ich das denn? Du. Was? Gewonnen, Bitch. Bitch. With no enemies left to defeat. Tengu called finest shit down and eat. Kein Gegner mehr, kann essen und so weiter und so fort. Ja, ja. That's the end? Das ist das Ende?
Dann geht man auf Story und dann kann man es mit dem nächsten durchspielen. Das ist Yoketsu. So sieht das Spiel ungefähr aus. Ich danke fürs Zusehen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Am 25. wird erstmal ein neues Let's Play auf diesem Kanal erscheinen. Wir sehen uns wieder. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis dann.